So, moin, da sind wir auch schon wieder. In der letzten Folge hatten wir ganz schön viele Hunde getötet mit den Propangaskanistern. Und am Schluss habe ich dann noch so ein böses irgendetwas gehört. So ein Balrog oder keine Ahnung, was das war. Irgendwas, das mir ziemlich Angst eingejagt hat. Und das war, glaube ich, irgendwo genau da. Also würde ich einfach mal sagen, wir gehen todesmutig einfach mal in diese Richtung. Ah, Hunde, okay. Den kennen wir ja. Das sollte ja nichts. Also, speichert, okay. Ich habe noch nichts zum Werfen. Habe noch nichts zum Werfen. Okay, wo haben wir denn hier noch überall Hunde? Ah. Was sehe in meine Augen? So, jetzt bin ich bewaffnet. Ich meine es nicht gut. Wo sind die Hunde? Ja komm, hopp auf, ich mach mal extra Krach. Komm. Und steht er nochmal auf? Ja. Jetzt ist er aber tot. Sieht zumindest mal so aus. Wunderherrlich, okay. Haben wir noch irgendwelche Kandidaten? Ja, ich höre die Musik, also hier wird irgendwo noch der ein oder andere Hund sein. Hallo? Ah ja, da ist er. Ja komm, auf! Halt! Hier geblieben! Ich back dich zu Tode, Wolf! Oder Hund, oder was auch immer. Und noch einmal. Ja, ich glaube, dieses letzte Knurren, das heißt immer, dass sie tot sind. Gut, das wäre dann jetzt soweit schon mal in Ordnung hier. Ich hätte gern meine Karte, damit ich mal hier unten weiß, wo ich genau hin muss, bin, whatever. Das sieht doch sehr produktiv aus. Okay, der Power Room. Wir sind jetzt hier. Wir sind von da, wo gerade die Faust ist, sind wir hier reingekommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gucken, was da unten ist. Aber ne, da war ja das mit den Propangaskanistern. Da waren wir ja schon. Dann gehen wir jetzt. Da sind wir heute links oder rechts extrem. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal mittig und dann entscheiden wir, ob du richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht? Ich mag das Geräusch. Ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich gerade am gucken. Wir wollten ja mittig gehen. Wo ist denn jetzt hier die Mitte? Vor allem müssen wir aufpassen, ob hier wieder Hunde sind. Hallo? Hallo? Das hier ist die goldene Mitte, glaube ich. Ah! Bericht! Zweite Ausgrabungsstätte B. Beginn Phase 338. Boah Gott, wie viele Phasen gibt's denn da? Anno 9000. AD 1990. Ah, okay. Abgezeichnet vom leitenden Chemiker, Sicherheitsstatus 0. Ist das jetzt hoch oder eher gering, oder? Anno 9000, Phase 338. Der heutige Tag stellt den Auftakt der Arbeiten von Ausgrabungsgruppe B dar, die ich überwachen werde. Sämtliche Ausrüstung ist bereits eingetroffen. Die Grabungen können voraussichtlich in den folgenden Stunden wieder aufgenommen werden. Seit dem Vorfall, der zu der Gründung dieser Einrichtung hier führte, wurden von uns viele Bemühungen unternommen, das Ausmaß dieser Entdeckung zu ergründen. Dieser Ort, neben einigen weiteren, wurde aus einer großen Anzahl an möglichen Kandidaten ausgewählt, dank der herausragenden Weissagungstechnik. Okay. Weissagungstechnik. Wow. Die von Generation zu Generation unter unseren Erhabenen weitergegeben und verbessert wurden. Ihre Weisheit verbunden mit unserem wissenschaftlichen Verständnis wird zum gewünschten Erfolg führen. Dessen bin ich mir sicher. Unsere Entdeckungen werden von großer Wichtigkeit für die Organisation sein. Viel Glück uns allen. Ja,
Viel Glück hattet ihr anscheinend nicht. Anno 01. Phase 1. Obwohl unsere Arbeit momentan nur mühsam vorangeht, so wird uns das neue Jahr sicher den gewünschten Erfolg bringen. Prost, Neujahr. Schon bald werden am Glück unserer Vorgänger, werden wir am Glück unserer Vorgänger teilhaben können. Routinearbeiten werden in einem separaten Berichtsheft eingetragen. Phase 275 oder 275, was auch immer. Während sich das Berichtsheft für Routinearbeiten täglich mit Einträgen füllt, so kann ich, oh Gott, diese Wall of Texte, kann ich in diesem Buch leider nur wenig Neues verzeichnen. Lese ich meine alten Einträge, so wirken diese voller Enthusiasmus, ja, ne? Und als ob sie von einer anderen Person stammen würden. Diese Berichte sind zwar nicht für die Niederschrift von persönlichen Gedanken gedacht, aber da sie außer mir sowieso niemand zu Gesicht bekommt, ist das letztendlich auch egal. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre niemals zu dieser Arbeit hier eingeteilt worden und würde mich immer noch in den Haupteinrichtungen in der Haupteinrichtung befinden, so rum. Heute stießen wir hier auf ein Tunnelsystem. Na, ich stoße andauernd auf irgendein Tunnelsystem, bei dessen Entdeckung es zu einem Höhleneinsturz kam. Nichts Ernstes und auch eigentlich nichts Neues, so für mich. Nur ein paar herabfallende Steine, von denen ein paar Arbeiter leicht verletzt wurden. Sollte sich dieser Ort jedoch als instabil und als eine Gefahr für uns alle erweisen, dann könnten wir womöglich verletzt werden und das wäre ein gewaltiger Schlag für die gesamte Unternehmung. Alter, wie viel muss ich da lesen? Die Geräusche in der Mine setzen mir zusätzlich zu, Nacht für Nacht. Phase 341. Obwohl ich jetzt schon für die Ausgrabungsstätte B seit zwei Zyklen verantwortlich zeichne, ist dies mein erster Eintrag in dieses Berichtsheft als leitender Chemiker. Wenn ich mir die vergangenen Einträge so anschaue, die innerhalb des letzten Arbeitsjahres angelegt wurden, dann wird mir klar, weshalb mein Vorgänger durch mich ersetzt wurde. In nur kurzer Zeit konnte ich Gruppe B bereits zum ersten großen Durchbruch durch die Entdeckung der bisher unbekannten Substanz 63 verhelfen. Das Wissenschaftsteam wurde bereits einigen Testrennen zugeteilt. Ich rechne mit einer vollständigen Analyse der Substanz innerhalb der nächsten 7 Phasen. Des Weiteren habe ich eine Untersuchung dieser seltsamen Geräusche begonnen, von denen mehrere Arbeiter in diesem Abschnitt der Mine berichten. In den Nächten, die ich hier verbringe, habe ich tatsächlich schon seltsame, menschenähnliche Schreie gehört, die aus dem Felsen zu kommen scheinen. Dafür muss es eine Erklärung geben. Ja, Logik for the win! Anno 9002, Phase 6 nach der Entdeckung von Substanz 63. Ach, wieso jetzt auf einmal Phase 6? Das war doch vorher bei Phase keine Ahnung was. Mein Team, konnte mein Team einen weiteren Erfolg verzeichnen. Nämlich die Freilegung des Artefakts 66b. Mein Team und ich werden uns selbstverständlich mit gewohnter Effizienz der Erforschung dieses Artefaktes widmen. Es wurde ein Xenoteam, es wurde ein Xenoteam zu uns entsandt, um weitere Geheimnisse des Artefaktes und dessen Ursprungs zu ergründen. Ich verneige mich vor ihren Können, bin jedoch der... Alter, ganz im Ernst, wie viel muss ich in diesem Spiel denn lesen? Ich dachte, das ist ein Computerspiel, kein Buch. Dass mein Team besteht aus fähigen Wissenschaftlern und ich diese Aufgabe mindestens ebenso gut gemeistert hätten. Ich habe außerdem meine Analyse der Schreie abgeschlossen und bin der Meinung, dass diese lediglich das Resultat von einem anfänglichen Stadium der Dehydrierung ist. Wassermangel kann sich unter Umständen in Halluzinationen äußern, die hier unten im Erdinneren und in Verbindung mit seismischer Aktivität. Wie menschliches Flüstern anmuten können. Eine ärztliche Untersuchung aller Arbeiter, die von den Stimmen berichteten, wurde zwar empfohlen, aber im Sinne unserer Ausgrabungen wird auf die Untersuchungen verzichtet, um den Zeitplan einzuhalten und weiterhin mit maximaler Effizienz zu arbeiten. Yeah! Arbeit macht frei, so in etwa, ne? Furchtbar. Ich habe jedoch um weitere Wasservorräte gebeten und eine verbindliche 3-minütige Wasserpause alle 5 Stunden angeordnet. Phase 9. Heute fiel mir auf, dass das Kartografieren des Tunnelsystems in diesem Abschnitt der Mine längst überfällig ist. Etwas, das von meinem Vorgänger leider versäumt wurde. Der leitende Wissenschaftler des Xenoteams entwickelt sich immer mehr zu einem Ärgernis und behindert die Forschungsergebnisse mit meines eigenen Teams. Er besteht mittlerweile darauf, selbst bei Routinetätigkeiten anwesend zu sein und dies zu überwachen. Er sollte sich besser um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Im Grunde meines Herzens halte ich ihn jedoch für einen aufopferungsvollen Anhänger, der sich gerne die Stelle des Aufsehers über die gesamten Ausgrabungsarbeiten sichern möchte. Ich habe versucht, ihn vor den möglichen Gefahren, die diese Arbeit mit sich bringt, zu warnen, jedoch ohne Erfolg. Phase 18. Oh, ich will eigentlich gar nicht umblättern. Alter! Oh, der leitende Wissenschaftler des Xenoteams gilt seinen... Alter. Ich lese das jetzt einfach so schnell für mich durch. Da könnte ich das ja selber durch. Das ist ja furchtbar, ey. Phase 4.
Eigene Faust erkunden wollte, hat da. Kreaturen wirken plötzlich um einiges aggressiver und nähern sich immer weiter der. Unbedingt im Auge behalten. Na. Bla bla bla. Organismen oberhalb dieses Höhlensystems angegriffen wurden. Okay. Es bleibt nichts anderes übrig. Ah, cool, endlich ist es vorbei. Als neue Ausrüstung und unsere Aufzeichnungen zu packen und uns zurückzuziehen. Die Angriffe der Kreaturen erfolgen nun immer häufiger und wir warten jeden Moment eine neue Attacke, deshalb muss ich mich beeilen. Seltsamerweise kann ich immer noch die Geräusche hören, die seit Beginn des Projektes die Tunnel durchdringen. Nun klingen sie jedoch anders, eher wie Gelächter. Okay, endlich ist der Lesehorror vorbei und wir können wieder uns dem richtigen Horror, dem eigentlichen Horror hier stellen. Wo wollten wir langs gehen, komm? Sind wir heute mal links. Der fällt auch nicht um, ne? Der ist sackschwer und bleibt einfach dann da stehen, wenn ich gegen die Wand klatsche. Dieser Bereich muss ein Zugangspunkt sein, über den man tiefer in die Mine gelangt. Hallo? Das hier muss die Kontrollstation für das gelbe Monster sein. Gelbe Monster. Warum sagt der Monster zu dem Abenteil? Die Musik gefällt mir aber gerade nicht so toll. Aus der Tür schießt etwas Großes, Schreckliches. Es greift den Mann an, stößt ihn zu Boden. Die Umherstehenden verschwinden in der Dunkelheit. Schreie ertönen. Vater, bist du dafür verantwortlich? Vater, was hast du nur getan? Huch. Luke, ich bin dein Vater. Komm auf die dunkle Seite der Macht, denn diesmal habe ich etwas gespürt, das ich zuvor nicht gespürt hatte. Es fühlt sich an, als ob ein kleiner Teil von mir in diesem Artefakt gefangen ist. Ja, der wurde abgespeichert für den Fall, dass du sterben solltest. Ein Stromkasten. Oh, you don't say. Ach, wie toll. Okay. Hat keinen Strom. Was war das für ein Geräusch? What the fuck? Okay. Das Teil braucht Strom. Ah, ein Stromkabel. Das könnte doch sein, dass... Boah, mir kribbelt schon wieder in der Nase. Ich glaube, ihr habt es gemerkt, dass ich momentan ja leichte Probleme mit meiner Allergie habe. Boah, ich hasse das. Ach, komm schon. Was fehlt denn da noch? Ah, oh, ah, okay. Der Strom fließt, aber sonst passiert nichts. Das ist natürlich arg kacke. Benötigt Zündschlüssel. Das könnte es natürlich sein. Okay. Na, wenn das mal keine Höllenmaschine ist. Die Stahlzähne an der Front sehen verdammt scharf aus. Irgendwie macht das Ding einen äußerst grimmigen Eindruck. Ach komm schon. Also brauche ich hier drin auch nichts zu machen. Zumindest mal momentan nicht. Speichern wir mal noch gerade ab. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und ich putze mir erstmal die Nase. Das geht mir gerade übelst auf den Sack. Also wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.